Ich bin eigentlich viel mehr Bergbauer als Bergsteiger. Natürlich bin ich berggestiegen und ich steige nach wie vor auf die Berge, bin auf die höchsten Berge gestiegen und auf die fernsten Berge gestiegen. Aber ich bin ebenso vehement, wie ich Bergsteiger war und heute zum Teil noch bin, jemand, der in dieser Welt verwurzelt ist. Ich möchte jetzt nicht von Blut und Boden sprechen, sondern verwurzelt in einem Land, in dem ich aufgewachsen bin, Südtirol, verwurzelt in dieser kleinräumigen Naturlandschaft. Ich bin der Meinung, dass das Bergsteigen viel weniger wichtig ist als das Stützen, das Erhalten der Kulturlandschaft. Und das, was ich hier hinterlassen werde, ist tausendmal wichtiger als all die Achttausender und die Pole, die ich bestiegen und erreicht habe. Das Natural High ist jetzt ein Begriff, den wir in der Bergsteigersprache seit 20 Jahren etwa benutzen. Er kommt aus der Psychologie zum Teil auch aus der Physiologie und sagt mehr oder weniger, dass der Körper in Extremsituationen, bei großer Anstrengung, bei Angst, bei Stress, körpereigene Opiate entwickelt. Und diese helfen uns, Schmerzen zu ertragen, machen uns ganz wach. Und ich bin der Meinung, dass diese körpereigenen Opiate uns helfen, sozusagen nicht nur durchzukommen in kritischen Situationen, sondern auch eine Art High zu erleben. Nicht ähnlich wie der Drogenabhängige, der ja auch damit Risiken eingeht, sondern eben wie der Mensch vor 50 oder 100.000 Jahren, der gerade von diesen Opiaten, von diesen körpereigenen Drogen abhängig war, um überhaupt das Überleben auf dieser Erde zu schaffen. Ich bin auf die höchsten Berge gestiegen und auf die fernsten Berge gestiegen. And for me, Alpinism is a joke. And for me, Alpinism is a joke. It's a joke. Alles, was ich gemacht habe, ist nichts als Biografie. It can't be possible to climb Everest without oxygen. It can't be possible. Also die Berge sind für mich die Orientierungsmöglichkeit im weitesten Sinne des Wortes. Ich habe in meinem Leben sehr viele Antworten gegeben auf die große Frage nach dem Warum. Heute bin ich der Meinung, dass wir mehr oder weniger doch romantisch geprägte Menschen sind, wir Grenzgänger, die wir daheim getragen sind von der Sehnsucht nach draußen und draußen immer wieder getragen sind von der Sehnsucht nach zu Hause. Wir unterliegen also dem Krankheitsbild des romantischen Menschen, wenn man so will. Ich selber habe keine Probleme mit diesem Krankheitsbild und ich weiß, dass auch viele Menschen in der Stadt ähnlich empfinden. Nun ist es nicht nur so, dass wir sozusagen immer dort das Glück suchen, wo wir gerade nicht sind, sondern wir vergessen die Härte, Sturm, Kälte, Anstrengung der großen Berge oder des Kletterns generell, wenn wir daheim sind. Und wenn wir draußen sind, sind wir ganz wir selber.
Wir sind sozusagen mit all unseren Sinnen, mit all unserer Kraft, mit all unserer Begeisterungsfähigkeit so stark vor Ort, dass wir im Nachvollzug wieder daheim das Gefühl hatten, da draußen waren wir an der richtigen Stelle und da draußen waren wir ganz wir selber und das wollen wir wieder und wieder und wieder haben. Mein ganzes Leben war eigentlich eine ständige Flucht vor den Massen. Und ich glaube, in den Bergen ist das irgendwie noch am einfachsten, den Massen zu entkommen. Für mich ist immer der Augenblick noch das Wichtigste. Das Erlebnis des Augenblicks sind im Augenblick. Und dabei bleibe ich. Ich habe die Berge bis zum 17. Lebensjahr nicht zu Gesicht bekommen. Und als ich dann endlich in die Berge kam, gaben sie mir alles, was ich erträumte. Ja, für mich ist es Geborgenheit. Eine gewisse Art von Geborgenheit. Außerdem erhalten die Berge jung, auch frisch, wie es am Eismann zu sehen ist, den 5000 Jahre im Gletscher konserviert zu werden und so gut erhalten zu sein, ist beneidenswert. Um mich im Gebirge zu behaupten, muss ich gegen das Gebirge angehen. Das Gebirge ist voller Nostalgie, voller Traurigkeit. Nur die Arbeit des Menschen kann das ausgleichen und Hoffnung geben für den nächsten Tag. Man sollte vielleicht daran denken, dass eine bestimmte Würde da ist, die auf uns Menschen dann wieder zurückreflektiert. Ich glaube, wir können Würde von den Bergen für uns selber gewinnen. Die Berge sind für mich Steigen. Als Kind habe ich es gehasst, in der Zwischenzeit ist es Freizeit. Und hin und wieder gelingt es mir sogar, den Kopf freizukriegen. Das heißt, mit Mut, Witz und Widerstand in den Alpen. Im Gebirge liebe ich den Wechsel der Jahreszeiten. Und ich bin gerne mit den Kühen auf der Wiese. Ja, das ist mir am liebsten. Das Meer ist was Großartiges. Ich bin selber nicht in den Bergen geboren, aber ich lebe gerne hier. Meine Zukunft ist die Gegenwart, die wahre Zukunft ist der Tod. Das ist mein Ort, mein Leben, mein Alles.
Es bietet außerdem die Chance, von daheim zu entfliehen, all den Problemen zu entkommen. Es gibt mir Zeit zum Lesen, Poker zu spielen und wirklich zu entspannen. Die Berge sind für mich Vater und Mutter geworden. La montagne, das Gebirge, das ist, wie soll ich es erklären? Es ist ein lebendiges Wesen, kein Stillleben. Es hat eine Seele. Elle a une âme. Deshalb liebe ich es. Und vielleicht hat es ja auch mich geliebt.